Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalu Riot und ich begrüße euch zur 142. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ja, wir waren in der letzten Episode im Wirdes-System gewesen, waren damit auch fertig. Ich hätte weiterfliegen können zum nächsten Gestirn, aber es hat sich ein bisschen was ergeben. Und da dachte ich, ich mache mal einen kleinen Ausflug und zwar in unseren sogenannten Raid-Sektor. Ich halte mal an, damit es nicht so laut ist. Anhalten, anhalten, egal. Und zwar haben wir hier am Rand der Galaxis, über Sprungtore erreichbar, unseren Raid-Sektor bestehend aus drei Planeten. Das war bis vor kurzem so, dass wir diese drei Planeten immer wieder resettet haben, damit die Leute sich hier ein bisschen auskämpfen können. Die Planeten waren auch ein bisschen stärker besetzt, also mit Verteidigungsanlagen. Ja, und ich glaube, das hat den Leuten auch eine ganze Menge Spaß gemacht. Nun war es aber so, dass ich angekündigt habe, dass wir 7-0er-Planeten, also praktisch Planeten des neuen Updates irgendwie in die Galaxie integrieren, was wohl alles in allem nicht so einfach ist, jedenfalls nicht mit, ich sag mal, handgemalten Planeten, die wir praktisch selber definieren. Und da haben wir jetzt mal kurzerhand, beziehungsweise die Taylor, da möchte ich auch mal recht herzlich Danke sagen, hat sich hingesetzt und hat die Raid-Sektor-Planeten mal ausgetauscht gegen Standardplaneten, so wie sie praktisch auf der Standard-Map drauf wären. Und die gucken uns jetzt einfach mal an. Ich war selber auch noch nicht im Creative-Modus unterwegs, also ich habe 7-0er-Planeten auch noch gar nicht gesehen. Die haben schönere Texturen, das soll alles ein bisschen toller sein und das geben wir uns jetzt mal. Vor uns Spockanus oder Spokonus, der Planet. Ein Wüstenplanet, damit fangen wir mal an. Schöner Übergang. Und bleibt er so neblig? Sieht ja giftig aus. Oh oh, da unten ist ja schon Action. Nee, wegen Action bin ich eigentlich nicht hier. Ja, da sieht man nochmal schöne neue Texturen. Alles sehr HD-mäßig. So, die Botanik an sich. Ah, Gras kommt ein bisschen spät, so von der Sache her. Aber ich sag mal so, wenn man dann erstmal hier irgendwie steht, wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann sieht man das ja nicht so. Aber wenn man hier mit dem Schiff rüberheizt, dann baut sich das doch alles relativ spät auf, so von der Sache her. Bloß, naja, das Spiel ist nicht optimiert, das wissen wir alle. Das kommt zum Schluss. Aber das, was ich sehe, so rein von der Optik her, gefällt es mir schon mal ganz gut. Was ist denn das, unter der Erde? Oh oh. Unter der Erde. Okay. Kommt wohl vor. Na, schauen wir noch ein bisschen weiter. Was wir sonst noch so entdecken können. Was haben wir da vorne? Das könnte wieder so ein abgestürztes Raumschiff sein. Crashed Capital Vessel, jawohl. Und dahinter ein Admin Post, Research Site. Und ein übernommener POI. Leute, denkt dran, dass diese Planeten auch wieder resettet werden. Meine, so den zu übernehmen, Kern reinzusetzen, ist natürlich gut für die Leute, die jetzt auf dem Planeten hier runterkommen und ein bisschen ballern wollen. Die sehen, da brauche ich nicht mehr hin, da war schon einer. Also insofern eine gute Sache. Bloß sich da jetzt einzurichten, wäre nicht so toll. Oh, wir bleiben mal in der Helligkeit. Machen wir mal ein bisschen die Texte aus. Sonne entgegen. Ja, grafisch hat sich doch schon einige getan. Ich sag mal so im letzten Jahr. Sondern mir in der Anfangszeiten hier denke, ist das schon wirklich ein sehr krasser Unterschied. Aber was ich nicht sehe, so von der Sache her, sind diese extra hohen Berge. Also jetzt die 500 Meter hoch sein sollen. Ab und zu hört man mal ein bisschen Geräusche von unten. Ja, wir sind ein bisschen nah an der Barriere dran, an der Polkappe. Also rechts neben uns ist der Nord- oder der Südpol. Deswegen diese Barriere, da kommen wir noch nicht ran. Das soll sich auch irgendwann ändern. Man weiß halt noch nicht, ob es sich überhaupt ändern wird. Ja, würde ich sagen, haben wir von dem Planeten an sich ein gewisses Abbild im Kopf. Baron. Okay, dann werfen wir mal den Anker, bevor ich hier vom Stuhl falle.
Gebe ich mal mit. Oh, das dürfte reichen und nicht übertreiben. So, die Map. Nee, das ist nicht die Map. Wo geht's dann als nächstes hin? Wir schauen uns die anderen Planeten auch noch an. Und zwar Xaolea. Okay. TT. Ups. Machen wir uns mal einfach. Klar, ich könnte auch springen und so weiter alles. Was das würde ich auch am Ende wieder alles rausschneiden, weil jetzt orbital, also rundherum, Space ist leer. Was haben wir jetzt hier für ein Objekt? Einen Eisplaneten, okay. Nice. Tauchen wir mal ein bisschen runter. Was sind denn das für Kreise, die ich da eben auf dem Boden gesehen habe? Was hat mit einer Aura? Ja, kalt und ablehnend. Dazu nur sagen. Und wir fliegen schon wieder in Richtung Dunkelheit. Oh, ein See? In der Kälte? Meine Jut, minus 2 Grad. Da müsste schon ein bisschen Eis drauf sein. Rein vom Gefühl her. Oh, da hinten, das sieht ein bisschen höher aus, so vom Gefühl her. Rechts könnte Action sein, irgendwie. Ja, die höheren Berge an sich, weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, weil letztlich verkürzt ja auch so die Strecke zum Orbit. Ich meine, gut, das macht ja auch Sinn, das ist ja auch logisch. Aber die ist dann wirklich sehr kurz, wenn man davon oben mit dem Raumschiff startet. Weil letztlich, ich glaube, der Orbit, was ist der? Na, der ist 800 Meter über uns. So richtig hoch scheint mir das aber doch nicht. Das sah von der Entfernung her ein bisschen gewaltiger aus. Na, wer weiß, ob die hier auf der Map überhaupt drauf sind. Keine Ahnung. Hm, und ein kleines Dorf. Hm, schöne Anlage. Sieht ein bisschen größer aus. Und eine Drohne zum Bewachen. Was ist das denn? Die sich selber beschossen? Oh oh. Rechts vorne irgendwas. Ja, wie gesagt, ich bin nicht zum Kämpfen hier. Ist auch nicht das richtige Schiff. Auch wieder ein crashed großes Schiff. Achso, wir sind hier an einer grünen Barriere jetzt. Ist der Map-Übergang praktisch. Anfang und Ende sind praktisch zusammengeführt und dann über eine runde Kugel gelegt. Das ist eine große viereckige Map. So, warte noch mal kurz. Hallo? Wir warten. Achso, ich guck noch durch die Barriere durch. Hä? Was denn jetzt? Oh oh. Oh oh. Dicke, ich grüße das Murmeltier gerade, oder was? Okay, hier gibt es anscheinend kein Durchkommen. Ach, wir sind an einer Polkappe. Ich dachte, das wäre. Das ist ja auch nicht grün. Hallo, Farbenländer. Ach. Profis am Werk, ich sag's euch. Was hat denn die Pflanzenwelt hier zu berichten? Warum wird es schon wieder so dunkel? Ah, weil es Nacht wird. Ja, aber auch hier, meine gut, weiße Textur, Schneeplanet, Eisplanet. Hm. Da sieht man wahrscheinlich nicht so viel Abwechslung. Dann holen wir uns mal den letzten der drei. Wo auch schon die Galaxie hier zu Ende ist. Vulka. Hm, TT. Ja, das hier drüber, das sind Fehlermeldungen, weil ich eben halt ein paar Mal versucht habe, durch die Barriere zu fliegen, was ja nicht erlaubt ist. Oh, das könnte ein Lavaplanet werden. Jawohl. Hm. Okay. Ist hier mal einen hohen Berg, also einen höheren? Auf den ersten Blick nicht so. Wir ein bisschen hier was vom Boden sehen.
Ja, die Lava an sich, das finde ich natürlich auch doof, dass es sich so eine, na, dass es eine sich wiederholende Textur ist, was man hier nun sieht. Dass das so ein Muster ist. Ich glaube, das müsste man noch irgendwie brechen. Also von der Entwicklerseite aus. Wir können sowas am Ende bloß freudig in Empfang nehmen. Kleine Landmasse. Haben wir hier irgendwas? Ja, die Bodentexturen sind schon anders, auf jeden Fall. Power Station. Okay. Und ein bisschen Promethium. Was haben wir denn da? So. Stell mal en passant zwei ein hier. Was ist denn das hier für eine schöne Spur? Hier müsste doch das große Capital Vessel irgendwie rechts oder links am Anfang oder Ende liegen. Das würde cool aussehen. Aber generell eine schöne Bodenzeichnung. Also so hier diese Landmasse, die so durch den Lava, durch die Lava durchkommt, finde ich, ist eine schöne Sache. Ist schön gemacht. Ja, doch. Ich hau ja ab. Bin nur zum Gucken hier. Ich tu dir nicht weh. Platsch, platsch. Ah, das war aber klar. Ja, dann würde ich sagen, haben wir vom Lavaplaneten auch einen schönen Eindruck. Ja, die grüne Barriere, die sollte funktionieren, jawohl. Ja, dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück nach Würdes. Was ist los? Oh, zu heiß. Okay. TT. Oh, das. Okay, er will es genauer wissen. Orbit. Mein Schiff steht ja oben. Mit dem Planeten an sich sind wir fertig. Ah, da atmet er aus. Wir genießen die Ruhe. So, wo könnte dann meine große Büchse stehen? Ups. Also groß. Bin noch eigentlich in der Nähe, würde ich sagen. Warum sägt denn hier nichts? Also vor mir oben in der Map sägt doch, dass irgendein Objekt irgendwo vor mir sein sollte und ich kriege darüber keine Information. Hier ist noch irgendwas. Ach, wisst ihr was? Macht's mir nicht so schwer hier. Kleine, das ist meine Bude. Wegpunkt besteht hier. Da hinten irgendwo. Na gut, das schneide ich mal ein bisschen zusammen. Wie, mir ist wieder heiß. Ah, hier ist es ja auch so warm. Ja, könnte mich hin teleportieren, aber das schaffen wir auch so. Bis gleich. So, hier haben wir in der letzten Episode aufgehört. Und irgendwo müsste sich hier meine Wanne verstecken. Hitzeschlag, auch das noch. Hier. Da! Stopp! Meine Wanne! Bremse! Ja, schnell rennen und weg. Schnauze voll hier. Runter. Harte Notlandung. Komm her. Kürze. Wege kurz halten. Katsching. F-V. Ja, jetzt überall noch schnell hängen bleiben. Falsche Seite. Auch wichtig. Oh, hier drinnen müsste es mir doch eigentlich cool gehen, oder? Nein! Mann, was soll der Scheiß? Ja, dann kommen wir halt unten wieder raus. So, wir sagen natürlich auch Hi. Ja, und fühlen uns hier erstmal sicher. So, dann muss ich natürlich meine Sachen wieder aufheben, einsortieren. Ja, hätte ich mir auch einfacher mal machen können, eben. Ich hätte wieder auf GM, also Global Mod, gehen können. So, gib mal alles her hier. Schwupp, weg. Hau ab. Flieg ja nicht rum, Kiste. So, die Map. Wo geht es denn weiter? Und zwar, das ist Olympia. Hier kommen wir so nicht dran. Das ist ein Event-Planet. Da kommen wir nur rauf, wenn wir das wollen. Also von Admin-Seite her. Und wir fliegen nach Skillon. Schauen wir mal. Haben wir noch hier noch drin? Das müsste reichen.
Skillern dort unten. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir auch die an. Und, ups, Attacke. Ich muss so ein RCS rausnehmen. Also, das bewegt sich viel zu schnell dafür, dass du so ein großes Schiff ist. Also, mir fehlt ja so diese Trägheit generell. Ah, egal, wir springen mit K. Wie ist, ihr habt immer irgendwas zu meckern, bin nie zufrieden. Aber ich meine das ja höflich, das ist ja konstruktive Kritik. Ich hatte doch eben so ein paar Symbole links, aber das waren wahrscheinlich dann irgendwie Abbau-Geschichten, oder? Achso, der gelbe Pfeil links, das ist wieder auf mir ein Transporter. Okay. Oh, schauen wir uns doch mal hier den Orbit an. Hallo? Ja, so. Oh, schöne Farbgebung, so ein bisschen dunkler hier halten. Ich finde ja mal schön, so wenn nicht so hell ist, also der Hintergrund. Also so helle Strudel. Ich nehme mal an, dass das rot ist, das gefällt mir schon ganz gut. Mensch, hör auf zu zittern hier. Weiß auch keiner, wie man das abstellen kann. Also wenn ich jetzt mir einen Flo daneben stelle, mir einen Flo, der würde keine Schrift haben. Der Transporter, ja. Vielleicht liegt es ja schon an der Größe, dass der Flo halt wirklich so klein ist. Wie auch immer. Gut, hier in dem Orbit gibt es aber nichts. Halten wir das mal fest. Also keine Objekte. Das heißt, hier werden wir auch relativ schnell fertig sein. So, 2400. Wir werden na, auf 1000 Meter, wenn wir die Wanne parken. Dann gehen wir mit dem Transporter wieder runter. Hört sich nach dem Plan an. So, können wir schon mal runtergehen vom Jas. Das dürfte reichen. Wir stellen uns gerade hin. Schubdüsen aus. Haben wir was in der Tasche? Ja, sogar haben wir. Finde ich gut. Was war denn das eben? Warum ich hier so ein bisschen rumgeschwebt? Stehen wir nicht gerade? Guck mal hier. Drifte. Bin Drifter. Was ist denn das jetzt? Das ist dann für sich ein Zeichen, dass die Karre irgendwie nicht richtig gerade steht oder so, oder? Auch bloß hier im Cockpitbereich. Oh, täuscht das jetzt. War kurz mit Nachdriften. Wie auch immer. So. Nur bevor uns hier irgendwo. Oh, hier sind jetzt minus 200 Grad. Wie sieht's aus? Tülüm. Kraftstoff ist da. Luft. Ich hab ja alle dabei. Bin ja richtig gut, bin ich ja. Ja, toll, wenn man oben auch den Planeten sehen würde. So, haben wir trotzdem irgendwie von und runter da. Ja, Skillon sieht auch so ein bisschen aus wie ein Wüstenplanet, so auf den ersten Blick. Da können wir gleich mal einen Unterschied sehen. Oh, großer Krater vor uns. Ja, bis jetzt sind die Unterschiede noch nicht ganz so groß. Ne, kein Krater, ist ein Feld, ist eine Wand oder so. Oder? Ne. Ja, durch die Barriere durch ist ein Krater. Irgendwas angedeutet. Oh oh. Was war das denn? Punktwendung. Also, der ist so richtig. Also, irgendwas stimmt doch hier nicht. Also das ist eine Formation, die mir so noch nicht aufgefallen ist. Also dieser fette Rand hier. Ich meine, gut, ist nicht so herb, ist nicht so schlimm, ist nicht eckig oder so. Eben wieder ein paar Chunks gefehlt. Hier hoch. Mano. Hat sich so ein Viech verirrt. Ha. Ja, das ist komisch. Ja, das ist. Weil das halt ein Spielstand ist, der auf der Version 6. irgendwie angefangen wurde. Und seit 7.0 haben wir Probleme. Okay, wir schauen uns mal um. Hat sich hier jemand niedergelassen? Gibt es hier irgendwas? Also das hier sind alle POIs, die ausgeräumt wurden und auch vorschriftsmäßig mit leer gekennzeichnet wurden. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr, sehr toll. Was macht es den Nachfolgern immer ein bisschen leichter? Oh, hier oben ist irgendwas. Das wird ja auch
eine schnelle Sache. So, und wir kicken so ja ungefähr in die Richtung. Schon nice. Da hinten hin. Gut, schauen wir uns an. Aber erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder vorbei seppt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.